Oder es ist aber eher gefährlich. Nee, ich steige lieber wieder ein. Hahaha. Ja, genau deshalb steige ich eher wieder ein. Schnell! Wow. Ja, das ist jetzt etwas blöd, denn hier... Nee. So, wo komme ich jetzt am besten wieder zu Barry? Und wieso ist verdammt nochmal die Straße gesperrt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Muss ich hier zu Fuß weiter? Nee, ich kann es nicht glauben. Ich werde hier... Ach, ich kann hier oben vorbei. Ja. Oh mein Gott. Und die Steuerung des Autos fühlt sich an wie in einem Traum. Es war katastrophal. Nee, ist eigentlich ganz okay. Hier geht's weiter. Zack! Und ich kann die Scheinwerfer verstärken. Wie den hier. Achso. Wow. Gut, wo bin ich hier? Ah. Ah, da ist einer. Rüberfahren! Hey. Gut. Ja, ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Leider kann ich mir die schöne Gegend gar nicht so genau ansehen, denn ich muss hier schleunigst wieder zu Barry. Und ich glaube, ich bin am richtigen Weg, wenn ich mich nicht irre. Denn dort oben müsste die Hütte sein. Elderwood. Ja, wir sind hier richtig. Und weiter nach oben. Richtung Berghütte. Ach ja. Okay. Werde ich hier wohl aussteigen müssen? Ja, das war eine rasante Fahrt hier mit dem... Oh, ich habe Angst. Und es scheint wohl zu stimmen. Ich höre schon das Geschrei der Vögel und ich nehme Revolvermunition mit und Leuchtpistolen. Die Pistole war vermutlich die bestmögliche Waffe gegen die dunkle Bedrohung. Das glaube ich auch. Oh, hi. Sag mal, Leute, könnt ihr euch nicht etwas besser ankündigen? Ich meine, wo sind wir denn hier, hä? Huh? So werden wir keine Freunde. Nein, jetzt habe ich die Leucht... Ah, verdammt, verdammt, das war jetzt richtig doof. Wollte ich doch gar nicht, dafür knall ich dich mit dem Gewehr ab und dich genauso. Ja, das war jetzt etwas blöd. Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Jetzt habe ich nämlich eine Leuchtfackel genommen und mit der Leuchtpistole auch nochmal geschossen. So, gut. Oh, da sind ja auch noch welche. Ja, wieso werden das jetzt auf einmal so viele? Müssen wir wohl hier Leuchtfackel nehmen. Zack. Und einmal... Oh, nachladen. Schnell, 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 schnell. Wow. Batterien einsetzen. Ja, und klar, diese, also die Typen, die hier mit dem... die hier mit den Äxten werfen, die gehen mir schon am meisten auf den Keks, ne? Genau der da. Der Typ da. Habe ich da schon mal gesagt? Du gehst mir auf den Keks. So. Gut, und jetzt wird's schwierig. Muss ich warten, bis ich wieder etwas zur Ruhe komme. Und es sieht besser aus. Oh. Mein Gott. Ja, man sieht hier schon, da sind ein paar Vögelchen. Die haben uns hier besucht. Und wollen uns scheinbar, eventuell, ich bin mir nicht sicher, vielleicht an den Kragen, ne? Nun ja, Kontroll, ach hier, hier ist ein Licht, das ist schön. Kontrollpunkt erreicht. Wäre richtig gut, wenn wir hier noch irgendwo so Telefon. Es war der Entführer. Sie Mistkerl, wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wake. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen. Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig. Ich brauche eine Woche. Zwei Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen, Städter. Im Hauptgebäude, um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja, kapiert. Ja, ich verstehe. Okay, der Entführer verlangt immer noch nach dem Manuskript, das wir noch nicht mal fertig haben. Also, das wird richtig, ja, interessant, würde ich jetzt nicht sagen. Das ist gemein eigentlich, ne? Er will etwas, was wir nicht mal haben. Aber erstmal müssen wir Barry retten. Das sieht hier nicht sehr vertrauenswürdig aus. Barry hatte am Telefon über Vögel gesprochen. Ja. Das ist richtig, Alan. Hier sind Vögel. Und er hat Angst.
Barry vor den Vögeln retten. The Darkness controls the Taken. Ja, das haben wir schon mal gehabt. Das habe ich letztens, also die... Ja, genau. So, und ja, das ist schön. Ich habe wieder Leuchtfackeln. So. Dann laufen wir hier mal rauf. Und jetzt werden wir wahrscheinlich hier gegen Vögel kämpfen. Ja? Ja? Nee. Ist nicht so schlimm, oder? Gehen wir mal rein da. Ich bin so froh, dass du da bist. Bin quasi reingekommen, bevor ich den Kamin dicht machen konnte. Das ist nicht normal. Ja, lass mich rein, Barry. Barry! Alter? Der will mich doch jetzt hier nicht... Oh, die Vögel besiegen. Ach, das ist ja schön. Oh. Ich geh mal hier nach unten. Vögel, kommt her. Ich bin euer Dunkel. Oder so. Zack. Oh, ups. Ja, wo seid ihr denn, Vögelchen? Oh. Okay. Und die Vögel haben scheinbar echt, also am meisten... Ah, Batterien kann man hier nehmen. Also am meisten tut den Vögeln hier die... Ja, wenn ich sie mit der Taschenlampe anleuchte, dann sterben sie. Das ist schön. Ich will nämlich jetzt noch nicht meine ganzen... Oh, ja, hallo, könnt ihr euch nicht... Alter, Vögel, ich hasse Vögel. Bam! Ja, ich strahle sie einfach mal mit der Taschenlampe etwas an. Hilft auch. Ja, das Problem ist, ich weiß ja nie, von wo die herkommen. Hier zum Beispiel. Ja, das war jetzt ganz doof. Jetzt habe ich nämlich einfach mal eine hier in den Boden gesammelt. Aber ich kann ja auch... Oh. Kann ja auch eine Leuchtfackel nehmen. Ah, und da hinten scheint auch noch etwas zu sein. Ah, eine neue Kiste. Ja, eine neue Kiste ist praktisch. Achso, muss ich jetzt... Kann man die hier nicht auch hier öffnen? Ja, ich wusste, das ist... War keine so hundertprozentig gute Idee, aber ich knall euch ab. Oh, fuck. So, das war's. Okay. Aber es sind noch nicht alle. Achso, es sind noch lange nicht alle. Und ich bin bald tot. Ich sollte mich hier wieder in Sicherheit bringen, habe ich das Gefühl. Mit einer Leuchtfackel. Kommt her. Na toll. Ja, am ehesten kann ich sie ja eh auch noch mit der Taschenlampe besiegen. Sie sind weg. Oh, sie sind weg. Schön. Barry, machst du auf, bitte. Barry. Hallo. Barry? Okay. Wie es aussieht, lässt er mich hier nicht rein. Hier ist alles schön verbarrikadiert. Das ist toll. Dann gehe ich einfach über den Hintereingang rein. Tja. Nehme ich hier. Ah, hier wären noch Batterien. Es tut mir echt leid, dass ich dachte, du wärst durchgeknallt, Mann. Ja. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen. Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Barry Wheeler hier. Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Oh, sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wake sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Bis gleich. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im Odeon. Gutes Kind.
Geschichte wird immer merkwürdiger, meine Freunde. Wir sind am Ende des zweiten Kapitels angelangt. Bisher bei Alan Wake. Alice war entführt worden. Alan, bitte hilf mir. Alice? Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Ich kann es nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, Sie töten sie! Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind. Folge 3. Lösegeld. Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript gekommen? Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sagte ja, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent. Agent Nightingale. FBI? Er möchte Sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja? Kann ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose? Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Rose ist ein nettes Mädchen. Zahlt immer pünktlich die Miete. Wie ich schon sagte, Al, ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Dieser Ort ist verrückt. Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden. Und das meiste davon hat sich in der Gegend vom Cauldron Lake abgespielt. Tja, da haben Sie recht, Mister. Die Indianer glaubten, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich bin eher der gottesfürchtige Typ. Ich glaube nicht an solche Dinge. Ja, okay. Ja, okay. Es gab da jedenfalls eine Insel, die einem Typen namens Thomas Zane gehörte. In einigen Artikeln stand, er sei ein berühmter Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden, was er geschrieben hat. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde. 1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel unter. Oh, es ist merkwürdig. Und überhaupt, hier auch diese Gasflaschen, die sind auch äußerst merkwürdig. Die zuppeln hier herum, wenn man hierher kommt. Ja, habt ihr das gesehen? Ne? Schmeißen wir sie einfach mal um. So. Gut. Aber die Geschehnisse... Ja, das ist ja toll, ein Karton. Kommen Sie, Mister. Ich bringe Sie zum Wohnwagen von Rose. Ja, ja, nur keinen Stress. Lass mich mal etwas gucken. Hier, der Karton. Der, ja, ist auch da. Ja, man kann hier mit allen so schön interagieren. Aber es wird immer merkwürdiger. Also man hat es gesehen vorhin bei der vorherigen Episode, die Rose, die hier von dieser dunklen Dame quasi irgendwie, es hatte den Anschein, als wurde sie kontrolliert von ihr und die uns jetzt hierher gelotst hatte. Also wir schmeißen ja erstmal alles um, damit wir hier zumindest einen kleinen Fußabdruck hinterlassen. Ne? Das Ganze wird immer merkwürdiger. Auch, es ist nicht weit. Ja, ja, auch dieser... Thomas Zane oder wie der hieß, dem diese Hütte gehörte, die ja eigentlich, in der wir drinnen waren, die ja eigentlich versunken ist. Es ist schon eine äußerst merkwürdige Geschichte hier. Ja. Hören Sie, ich hab zu tun. Ja, der ja. Der läuft nicht von allein. Ja, ja, ich komme ja schon mit. Hättest du ihn halt nicht so schön herrichten sollen, dann würde ich mich hier nicht so viel umsehen, ne? Oh, chemische Reiniger. Anti-Rost-Spray und so ein Zeug. Kann man immer brauchen. Gut, wobei schön ist das hier eh nicht wirklich. Jetzt reicht's langsam, Mister. Legen Sie mal einen Zahn zu. Ja, 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 ja. Du bist ja so langsam, ne? Der humpelt hier hin. Ach so, das ist wahrscheinlich eine Kriegsverletzung. Darf man nichts sagen, ne? Lass mich erstmal gucken hier. Gut, ist nix. Vielleicht schießt er uns dann irgendwann mal an, wenn wir zu lange brauchen. Ein ausgebeultes, also hier so aus, nee, nicht aus, ein ausgeräumtes Auto wollte ich eigentlich sagen. Ja, entsprechend habe ich es wieder. So, komm schon, Freundchen.